Come on, baby, come on, hey! Der letzte Markteinkauf. Ready for Takeoff in Neuseeland? Ja, fast. Schön. Und freust du dich? Ja, sehr. Und bist du schon aufgeregt? Ja. Auch? Klar, bin ich aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall. Was? Ja, ich mich auch. In 2 Stunden ist Abfahren. Ja. Okay, jetzt wir verlassen Tahiti. Tahiti spuckt uns förmlich aus. Wir fahren nur mit groß, über 6 Knoten, haben Windstärke 6. Die Bedingungen sind nicht so schlecht, aber es ist schon ganz schön viel Wind für den Anfang. Guck mal hier, wie ich zerzaust bin hier. Die Frisur hat vorhin noch gesessen. Jetzt ist alles im Eimer. Also ich bin ja ein bisschen beeindruckt von der Geschwindigkeit des Schiffes heute. Dass der menschliche Körper das überhaupt aushält. Er hat erarbeitet. Also Kurs ist jetzt natürlich West-Nordwest anstatt West-Südwest, aber okay. Nur 24 Stunden später, gleiche Position, gleicher Mensch, gleiches Boot, etwas verändertes Outfit. Es ist sehr grau. Ja, aber wir sind immer noch so unglaublich schnell. Eben habe ich wieder eine 8 gesehen. So, hier oben regnet und da unten steht der Käpt'n noch im Schlafanzug. Im Hausanzug. Im Hausanzug, das trägt man hier so. Das ist mein Hausanzug. Trägt man hier so. Und hier draußen ist es scheußlich. Ah, lecker Tee. Oh, was macht's jetzt mit dem Beutel? Oh, wenn das der Röhricht sieht. Der Röhricht. Frühstück mit hochgebogenem Hartkäse. Tag 3. Jetzt klappt es auch endlich wieder mit den Schnittchen, ja. Nicht so wie gestern. Unser Kurs liegt jetzt an. Der Zickzackweg ist vorbei. Super. Der Wind kommt genau richtig, nördlich. Da unten wollen wir hin. Da ist das Minerva-Reef. Das sind noch 1500 Meilen. Und dann müssen wir nach unten abbiegen, Richtung Süden. Und dann wollen wir dorthin, nach Opua. Vielleicht dann noch 700 Meilen, je nachdem, wie weit wir nach Westen kommen. Ende Tag 3. Wir fahren jetzt mittlerweile hoch am Wind, relativ langsam mit relativ wenig Wind. Aber uns wurde eine Flaute vorhergesagt und wollen wir mal hoffen, dass die gar nicht kommen. Totenflaute. In welche Richtung treiben wir denn? Zurück. Guten Morgen. Tag 4 beginnt. Es ist immer noch wenig Wind und sehr bewölkt. Und wir haben in den letzten 8 Stunden sagenhafte 17 Meilen geschafft. Das ist schon mal was. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist total ätzend. Also, das ist richtig, richtig fies. Und es ist auch kalt, ne? Ja. Ich habe gedacht, das hätten wir auf dem letzten Stück nach Neuseeland. Meine nicht gesehen zu haben, dass du dich eingepickt hättest. Doch, als ich hinten auf die Knie gestanden war, habe ich mich eingepickt. Reicht jetzt aber auch mit 20er Wind, ne? Hast du auf dem Brett geschnitten? Auf dem Brett habe ich nur Knoblauch geschnitten. Boah, das kannst du nochmal benutzen. Wenn ich dich jetzt hier so filme, sieht es so aus, als ob gar nichts los wäre. Ja. Naja, das Handtuch fliegt aber. Im schlimmsten Fall rutscht mir das Boot, geschmiert dann alles in die Spüle. Das ist dann auch eklig. Fix unterwegs heute. Jetzt kriegst du mal einen Einblick hier auf Atanga auf See. Und zwar das gesamte Schiff praktisch. Das ist ja cool. Warum hältst du dich denn so albern fest? Warum stehst du denn nicht gerade? Ja, das ist eine gute Frage. Weil wir rauschen hier ganz schön lang. Schon anstrengend. So, man sollte es nicht denken, aber das funktioniert tatsächlich, dass das Körbchen da zwischen den Stufen stehen bleibt. Von da nimmt dann der Abtrockner und dann wird es hier
auf dem Sofa abgelegt. Das schaukelt gar nicht so schlimm. Das ist die Schräglage einfach, ja, ne? Das ist doch schief alles hier. Tag 8 geht so. Ist schon nicht so schön. Jetzt kriegen wir Wind. Achtung, Windalarm. Ja, wir machen viel Segel draußen. Das Vorsegel könnte man treffen. Ich muss das Loop ein bisschen weiter zumachen, sonst regnet es nicht furchtbar rein. Ja, nicht, dass du noch nass wirst, ne? Kannst du nicht reinkommen? Weiß ich nicht, es ist so wechselhaft. Luke auf. Hier kommt noch ein Brot. Ja. Kannst du greifen? Ja, ja. Hier. Da unten. Gut. Das ist super. Das ist der größte Scheiß, an den ich mich erinnere. Tata ist komplett überfordert. Der Wind geht auf 12 runter, man macht fast eine Patenthalse und im nächsten Augenblick schießt er auf 25, 28 hoch. Also solche Wege kann ich mich nicht dran erinnern. Und das Ganze garniert mit Dauerregen. Das ist Stederkäppen, warm und trocken. Ja, voll. Achtung, Drücker. Drücker, die Kamera. Du kannst dich nicht auf dein Steuer ran. Das hat sich viel geändert hier auf dem Boot. Es gibt Menschen, die tragen mittlerweile lange Hosen. Es ist Tag 8. Draußen ist total bewölkter Himmel. Es ist windig, wir rasen. Ja, und irgendjemand stützt sich in der Pantry so ein bisschen ab. Wir wissen auch nicht warum. Der Herd wackelt, ich wackel, das Schiff wackelt. Alles wackelt. Alles wackelt. Tag 9. Tag 9. Nach 2 Tagen Scheußlichkeit hier unterwegs ist es heute richtig schön. Die Sonne scheint. Wir sind immer noch gut unterwegs. Das Schiff läuft genau in die Richtung, in die wir wollen. Leicht achterlich. Besser geht's nicht. Das schaukelt uns auch etwas weniger. Man kann wieder aufrecht durchs Schiff gehen und nicht im Kriechgang. Tag 10. Also ich steige aus. Wir sind schnell. Ansonsten ist aber auch, das war es aber auch. Es ist unglaublich anstrengend, die Schiffsbewegungen sind einfach nur ätzend. Da hinter uns rollen Frühling Seas, na toll, aber hinter uns rollen Berge an, die von schönen Eltern sind. Also ich habe gerade ins Logbuch geguckt, da hat die letzte Eintragung sagt 2 Meter. Dann hast du aber eingetragen. Wenn ich eintrage, steht da 4 Meter. Ja. Segeln in den Tropen oder was kommt jetzt? Die Wellen sind jetzt schon beeindruckend, muss ich sagen. Ohne Flachs. Die haben jetzt schon was. Wir sind schnell, es ist windig und es ist auch relativ scheußlich. Ja, das stimmt. Es ist total grau. Wir haben noch ein paar Tage vor uns. Heieiei. Ich hoffe aber, dass da noch mal friedliche Tage zwischen sind. Ja, hier geht es jetzt aber zur Sache. So, hier bootet sich jemand an. Also ich würde sagen, das war ein Drücker. Da kommt noch sowas wie eben. Ja. Ja, es kommt immer drauf an, die Seite. Boah, jetzt kommt so ein Monster. So, große Aufregung. Um 18.25 Uhr Kurswechsel. Wir haben uns jetzt ganz kurz entschieden, einfach mal den Kurs zu ändern und nicht mehr auf Minerva zuzuhalten, sondern Neuseeland direkt anzulegen. Wir kriegen den Wind jetzt halb, das Schiff steht schräg wie Sau. Diese Entscheidung ist nicht rückgängig machbar. Und es ist ein Wettrennen, ne? Also wir fahren ein Wettrennen gegen ein drohendes Tief, was da kommt. Ja, super. Ja, wir sind ja auch wirklich die Rallye- und Rennfahrer. Das, was wir immer nicht wollten. Brotbacktag. Der Skipper hat ja nicht viel mit der Pantry am Hut. Kochen ist nicht seins. Aber was er macht, das ist Backen. So, alles drin. Danach sind die Fingernägel sauber. Das ist wie Mettbällchen machen. Wollen wir gucken, ob er auch gut gegangen ist? Ja, geht so. Eigentlich müsste er dran vorbeigehen, sagt der Skipper. Regenjacke rausholen oder dem Skipper vertrauen. Können natürlich anrufen und ihm einfach ein Schnippchen schlagen. Ich
bin auf jeden Fall vorbereitet. Und vertraue dem Skipper nicht. Der sitzt da ja noch im T-Shirt. Ich könnte ja mal das Radar anmachen. Vielleicht kann man dann sehen, wie er wandert. Links hinter uns, da ist was. Der ist auch noch so groß. Ah, der ist groß. Und? Was meinst du? Das ist noch immer schwer zu sagen. Ich gehe gleich nach unten. Ich muss das Brot zu Ende backen. Jetzt geht der Tanz hier gleich los, oder? Oh, jetzt müssen wir abfahren. Los. Guter übernehmen. Der ist cool. Und nicht nass geworden. Hier, alles trocken. Ja, ich hatte also recht. Ja, wie immer. Und der Skipper hatte recht. Und wir müssen vor allen Dingen wieder auf den richtigen Kurs. Das ist viel wichtiger. Ja, wir nähern uns aber dem richtigen Kurs. Ja. Du musst mal die Windschutzanlage nachregeln. So, Sonne scheint wieder und auf Kurs sind wir auch. Alles happy. Regenjacke kann auch wieder fahren. Da kann ich ja jetzt backen gehen. Da ist er jetzt auf der anderen Seite hinter uns durchgegangen. Dann kommen Sie mal her, junger Bäckersgeselle. Duftfernsehen wäre jetzt nicht schlecht. Tag 13. Heute werden mal Ruderbrote geschmiert. Es gibt heute mal Eichen. Und vor allen Dingen wird heute die Butter bis zum Rand geschmiert. Wir müssen mal wieder duschen. Schon wieder? Also heute müssen wir wirklich duschen. Die Sonne scheint. Ist jetzt heute Morgen aber auch nicht ganz so ruppig. Nee, der Wind hat nachgelassen, deswegen verlieren wir auch wichtige Geschwindigkeitspunkte. Duschen auf Atanga. 25. Oktober. Und es fühlt sich an wie Deutschland, 25. Oktober. Der Wind schillt. Der hilft auch das warme Wasser nicht mehr. Und, ist es schön? Oh, es ist total arschkalt. Eigentlich wollen wir hier hin, wir fahren aber in die Richtung, weil wir diesem Flautenloch ausweichen wollen, was sich angeblich hier irgendwo befindet. Ja, wir Motoren, kein Wind. Also wirklich gar keiner. Jetzt sind wir schon 2 Wochen unterwegs und das Ziel wird immer wieder so ein bisschen weggeschoben. Also wir hatten ja jetzt von 0 bis 35 alles. Noch 6 Tage? Nein, niemals. Okay. Noch 7 Tage? Unwahrscheinlich. Oh. Noch 8 Tage? Brauchen aber ein bisschen Glück zu. Also Tag 15 plus 8 macht 23. So wie jetzt ist es natürlich göttlich. Wir fahren nicht wirklich in die richtige Richtung, aber schon quasi. Wir könnten zumindest hinkreuzen, wenn wir wollten. Aber das hält so leider nicht an. Tag 16. Der Tag vor dem Sturm, so nenne ich das mal. Wir werden ja im Augenblick total gemacht. Ohne Routing, ohne Wetterrouting von MadBob, wären wir einfach gefahren. Wir hätten geguckt, ach, da kommt ein bisschen gelber Wind. Ha, okay, ein bisschen orange. Augen zu und durch. Jetzt heißt das Ganze Front. Front klingt ja schon mal irgendwie. Ja, Front. Ja, die Front kommt auch. Ja, genau, also Front. Wir haben das nie Front genannt, sondern immer nur gelben Wind. Dann wache ich auf und der Skipper steht unten im Salon mit Tampen in der Hand. Ich bereite uns schon mal drauf vor und nehme das Bimini runter. Wir kriegen Wind. Okay. Und dann sagt der Skipper, dass der Himmel heute Morgen orange-rot war. Ja. Und jeder weiß, roter Himmel am Morgen bringt dem Segler Kummer und Sorgen. Morgenrot bringt Segler in Not, so heißt es. Okay, Morgenrot bringt Segler in Not. Okay, das andere reimt sich aber auch. Und was war noch? Ach ja, und dann kriegen wir von lieben Segelfreunden eine E-Mail, wo das böse Wort 40 Knoten Wind drin vorkommt. Im Augenblick ist aber alles gut. Also, nur es wird hier irgendwie so dong, 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 die Paniktrommel geschlagen. Dong, 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 dong. Also ohne Wetterrouting sind wir sorgloser gesegelt. Es besteht ja tatsächlich ein bisschen Risiko, dass der Wind nicht von hinten kommt, sondern... Das Risiko ist ja fast nicht existent. Ja, wir sprechen uns morgen wieder. Nein, nee, auf die Nase kriegen wir ihn nicht. Soweit die letzten Worte hier von der Skuh. Ja, bis morgen. Südhoch am Wind.
sind nochmal wiedergekommen. Ja. Und das Ganze mit Regen und hohen Wellen. Und dieses unheimliche Licht, das sind ja ganz coole Wellen. Aus wie aus der Giftwelle. Ich meine, wie gesagt, wenn uns nichts Besseres einfällt, können wir immer noch beidrehen. Ja, aber wir wollen ja weg hier. Ja. Also, es ist echt sehr unschön. Wirst du dich wo angurken? So, es ist 4 Uhr morgens. Wir sind ungefähr 5 Meilen nördlich von Raul. Das sind die Kermadec. Das sind eigentlich kleine, schietige Inseln, wo wahrscheinlich nur ein paar Vögel wohnen. Aber das macht uns echt Kummer, weil wir da jetzt wirklich ätzend dran vorbeifahren müssen. Ja. Schleudern hier nur so wie im Waschgang durch die Gegend. Ja, wir haben ordentlich Wind. Hinten in unserer Boje, da rutscht man über die Laken, da findet man überhaupt gar keinen Halt. Also wie ich fordere, Schlafanzug und Laken mit Klett kann eigentlich fast nicht liegen. So, der Spaß ist zu Ende. Wir haben wieder über 30 Knoten Wind und ich habe einfach nur die Schnauze voll. Anders kann man es nicht sagen. Hinter uns türmen sich irgendwelche Berge an Wasser, die machen nichts. Außer surfen. Und es sind noch über 400 Meilen. Uns schönere Sachen vorhergesagt, das war es nicht. 20 Knoten und dann nimmt es ab. Wellenhöhe ist auch super. Da hatten wir auch schon Hinweise auf 2,5 Meter. Da kommt man nicht ganz mit hin. Die sind schon nicht ganz beachtlich. Unsere Badeplattform wird schon durchs Wasser geschnitten teilweise. Je nachdem, wie schnell wir sind. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also hier läuft ja irgendwas verkehrt. Ja. So sieht das aus. Das T-Shirt hast du jetzt aber auch schon eine Woche an. Ich müsste auch mal duschen heute. Oh. Ja, warte noch mal 2 Minuten. Es ist gerade sehr, sehr schlimm. Nicht ganz 30 Knoten, eben auch schon mal drüber. Das Ganze auf einem Halbwindkurs, leicht fast einen Armwindkurs. Das Vergnügen könnte nicht größer sein. Kann ich hier schon mal auf den Schwamm halten? Ja, das ist schon... Drücker! Es ist viel Welle, es ist viel Wind, es ist bedeckter Himmel. Dazu leicht ein paar Regentropfen immer mal wieder. Aber eben hast du den Regenbogen. Ja, okay, und einen Regenbogen. Jetzt gibt's Frühstück oder gleich. Gurke gibt's heute nicht. Gurke ist alle. Und was ist mit Tomate? Zu windig? Ach, Tomaten nicht mehr bei 7 wo vor oder was? Ich hoffe, du machst anständiges Wetter. Ja, ich versuche es, aber es ist ganz einfach. Und nicht so ein Schrottwetter wie da draußen. Die neuesten Infos vom Wetterdesk. Wir sind jetzt am nordöstlichen Ende eines Tiefs und haben den Nordwesten ziemlich auf die Nase. Da wir jetzt an Südkurs fahren, wird uns das noch eine Weile begleiten. Das, was mich ein bisschen irritiert, ist, weil wenn wir jetzt an Südkurs fahren, dann folgen wir sozusagen dem Tief in seiner Laufbahn und verlängern unseren Schmerz. Ich muss mal sehen, ob es noch eine Alternative gibt. Schiff versenken? Zum Beispiel. Wetterguru hat sich vorsichtshalber heute Morgen noch nicht gemeldet. Also wir nennen keine Namen, aber wir haben den berühmten Wetterguru aus Neuseeland beauftragt mit Wetterrouten. Und heute, wo wir hier in der Scheiße hängen, meldet der Morf sich noch nicht mal mehr. Große Freude im Gesicht von der Frau Skipperin. Die kann sich hier kaum halten.
hoffe, dass unser Bimini nicht fährt, das noch durchhält. Das reißt mir so weg, ne? Das reißt mir unterm Fahren so weg. Das ist so morsch. Der Starkwind hat nachgelassen. Wir sind jetzt bei 12 Knoten warmem Wind. Das entspricht tatsächlich der Vorhersage. Wir dümpeln jetzt hier so lang, haben die Segel ausgekräftet und fahren jetzt so mit knapp 5 Knoten. Wind sollen wir noch haben für ungefähr 10, 12 Stunden. Und dann erwartet uns für die nächsten Tage laut Vorhersage eine Megaflaute. Das Bimini ist weg. Jetzt sind wir zum Wäschedampfer montiert. Schöne Wäscheleine hier, alles zum Trocknen. Hier noch jemand zum Trocknen, der ist noch feucht hinter den Ohren. Der hat nämlich gestern die Welle voll im Nacken gekriegt. Ja, das waren mindestens 200 Liter. Ja, das stimmt wohl. Bisschen angetüdelt jetzt, ne? Drei Wochen trocken. Zack, und jetzt haben wir uns eine Flasche Shampoos geteilt und zack. Aufklaren nach dem Turn verdirbt. Aufklaren nach dem Turn verdirbt die Ankunftsfreude. Aufklaren nach dem Ankommen verdirbt die Ankunftsfreude, hat aber die Frau von Erdmann gesagt. Das haben wir uns zum Motto gemacht und haben gesagt, wir klären nicht auf. Wir haben jetzt auf jeden Fall Ankunftsfreude. Also das ist mal definitiv so. Und einen kleinen in der Mütze. So eine halbe Flasche Shampoos, die kann einem dann schon mal einen in die Mütze packen. Die Flasche ist leer.